Ja, und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, bei Black Mirror 1. Das habt ihr euch ja gewünscht. Das kam relativ häufig in den Kommentaren auch. Und ich muss das Ganze jetzt ein bisschen anders aufnehmen. Also, ihr seht das wahrscheinlich relativ klein. Also, die höchste Auflösung, die es hier halt gibt, ist die 800x600 Auflösung. Es ist jetzt auch nicht üblicherweise aufzunehmen. Also, ich mache das Ganze immer noch mit dem OBS. Das kennt ihr wahrscheinlich. Oder haben schon viele von euch gehört. Allerdings wird es nicht erkannt. Also ich nehme das Ganze über meinen Monitor auf. Also eine Monitoraufnahme. Das heißt, wenn ich mal raustappe, dann seht ihr so wunderbar meine ganzen Schnickschnack-Sachen, die ich so auf dem Desktop habe. Ja, und wie ich so den ganzen Rahmen und so gestalte, weiß ich noch nicht. Ich weiß erstmal nur, es nimmt auf. Ich bin sehr zufrieden. Und ja, in Black Mirror 1 klären wir natürlich so das Geheimnis um Samuel, um Darrens Vater. Jetzt haben wir ja vor kurzem Black Mirror 2 und 3 abgeschlossen, die gehörten ja quasi zusammen. Das Ganze ist, glaube ich, schon wesentlich älter. Ich glaube, 2009 ist Black Mirror 1. Und ja, ich muss mal ganz kurz gucken in den Optionen. Jedes Mal, der verstellt sich das nämlich immer. Ich muss mal hier so. Untertitel machen wir natürlich an. Und so, ja, ein bisschen heller kann es ruhig sein. Ja, also, ne, nicht hochwertig grafisches Spiel, ihr wisst es, ne? Ist also schon ein bisschen retro angehaucht und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal rein und schauen, wie Black Mirror eigentlich angefangen hat. Lieber Samuel, es fällt nicht leicht, die passenden Worte zu finden für diese ersten Zeilen, die du hoffentlich liest. Ich hoffe, dass mein Brief deine Hände so bald wie möglich erreichen wird. Denn viel Zeit bleibt nicht mehr übrig. Seit deinem Weggang habe ich meine ganze Kraft dazu aufgewendet, in endlosen Stunden der schlaflosen Nächte nach der Wahrheit über unsere Familie zu suchen. Daher wende ich mich an dich, Samuel, denn ich weiß, dass du meiner Bitte nachkommen wirst. In diesem Umschlag findest du den Ring unseres uralten Erbes. Es ist sehr wichtig, dass du ihn immer bei dir trägst. Pass sehr gut darauf auf. Kehre bitte zu unserem Schloss zurück und hilf mir. Ich weiß, dass meine Zeit knapp wird. Ich habe Angst. Rückkehr in die Zukunft. Nach der Trauerfeier kehrten wir gemeinsam nach Black Mirror zurück. Die lange Fahrt durch die düstere Landschaft schien kein Ende zu nehmen. Während der Fahrt herrschte Schweigen. Als sich unsere Blicke trafen, waren sie voller Trauer. Aber in unseren Gesichtern war nicht nur Kummer zu sehen.
Für Victoria und Robert war ich gewissermaßen ein Fremder. Meine unerwartete Rückkehr nach mehr als 12 Jahren war der Anlass für die unausgesprochenen Fragen in ihren Augen. Was passiert ist, tut mir aufrichtig leid. Danke, Heinz. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. William hat mir alles bedeutet. Und jetzt? Du brauchst nichts mehr zu sagen, Victoria. Heute ist ein trauriger Tag für uns alle. Ich glaube, ich lasse dich jetzt allein. Wenn du mich bitte entschuldigst. Du musst nicht gehen. Du bist mir ein ebenso guter Freund, wie William es war. Ich schätze deine Worte. Aber ich glaube, ich sollte jetzt gehen. Ich bitte dich, sei unser Gast. Ich bleibe gern, wenn es dein Wunsch ist. Mich interessieren einige Bücher in der Bibliothek. Ich ziehe mich dorthin zurück, wenn es dir wirklich nichts ausmacht. Nein, ganz und gar nicht. Danke. Ich werde in der Bibliothek sein. Bates, falls Heinz etwas benötigt, helfen Sie ihm bitte. Ja, Bates. Aber natürlich. Sie können sich auf mich verlassen, Madam. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich glaube, du könntest etwas Ruhe brauchen. Du bist so einfühlend wie immer, Robert. Ich möchte eine Weile mit meinen Gedanken allein sein. Das ist absolut verständlich. William und Samuel, Victoria. Würdest du mich bitte in mein Arbeitszimmer begleiten? Ja, gerne. Oh, Samuel, bitte bleib. Ich möchte kurz mit dir sprechen. Selbstverständlich. Würdest du mich bitte entschuldigen, Robert? Wir sprechen uns später. Ich werde in meinem Arbeitszimmer sein. Samuel, sag, bist du zurückgekehrt, um für immer bei uns zu bleiben? Um ehrlich zu sein, ich habe mich noch nicht entschieden. Lass mir bitte noch etwas Zeit. Vergiss nicht, wir sind immer noch deine Familie. Du bist ein Gordon und du gehörst hierher, genau wie alle anderen Gordons vor dir. Ja, dessen bin ich mir wohl bewusst, aber ich muss meine Gedanken ordnen. Vielleicht kann ich dann deine Frage beantworten. Oh, ich hatte so gehofft, dass du ja sagst. Mir geht es nicht sehr gut. Bitte entschuldige mich jetzt, Samuel. Natürlich. Ich gehe auf mein Zimmer. Sir, ich habe mir erlaubt, Ihr Zimmer aufzuräumen. Ich glaube, Sie werden mit dem Ergebnis zufrieden sein. Hier ist der Schlüssel. Ihr Koffer ist schon im Zimmer. Danke, Bates. Den Schlüssel bekommen. Victoria möchte, dass ich bleibe. Vielleicht hätte ich es ihr versprechen sollen. Aber ich habe mich noch nicht entschieden. Vielleicht später. Ja. Bates hat mein Zimmer hergerichtet. Ich sollte es mir ansehen. Ja, können wir ja machen. Ja, und dann sind wir hier auch tatsächlich schon mittendrin. Samuel, Also ich habe das Spiel noch nicht gespielt, noch nie. Es ist Tatsache für mich jetzt auch komplett blind. Ich finde das total grandios, dass der diesen genialen Synchronsprecher hat. Hört ihr das? Ich flippe aus. Ich bin ganz verliebt. Und hier kommt alles so einem bekannt vor. Und Samuel und Bates und Victoria, es ist so richtig schön. Schaut mal hier, das ist die Halle hier in Black Mirror. Und der Monolith, ich weiß auch noch nicht genau, wie es funktioniert. Also anschauen, mit links wahrscheinlich. Der Grundstein des ursprünglichen Schlosses, den Marcus und Mordred im Jahre 1206 gemeinsam legten. Er besteht aus einem seltsamen Gestein, das eine ungewöhnliche Kraft ausstrahlt, wie William es ausdrücken würde. In seiner Nähe spürt man die Atmosphäre längst vergangener Jahrhunderte. Bei mir springt übrigens ab und zu das Bild. Ich weiß nicht, in der Aufnahme sieht es so aus, als wenn das nicht so ist. Dann ist das eine gute Sache. Und wenn, dann kann ich da auch leider nichts machen. Falls es mal bei euch auftritt, also wenn das Bild mal in die Breite springt, dann es ist halt schon ein bisschen älter. Ja gut. Ja, die Geschichte Marcus Mordred kennen wir. Mit Rechtsklick ist gar nichts, okay. Auf der Marmortafel stehen die Namen aller Lords unserer Familie, die hier gelebt haben. Haben wir denn, hier ist das Inventar unten. Williams Todesanzeige. Kann man das nicht anschauen? Williams Todesanzeige. Der Schlüssel von meinem Zimmer. Ja, schon eine gute Sache. Ich schätze mal, hier wird uns leider nichts angezeigt. Also wir müssen alles selbst rausfinden. Ein kleiner Tisch.
Hier hinterlegt Bates unsere Post. Im Moment ist keine Post da. Wir können natürlich jetzt nach oben gehen oder ich fahre hier mit der Maus einfach mal so ein bisschen rüber und schaue, was wir noch haben. Gemeinschaftsraum ist hier. Beziehungsweise das ist eigentlich das Tea-Time-Zimmer. Hier müsste die Küche sein. Gehen wir doch mal dahin. Ich weiß, wir sind zu unserem Raum. Oha, das sieht echt anders aus hier. Frische Äpfel und ein paar Bonbons. Ja, nimm mit. Mandelbonbons aus der fernen Schweiz. Oh. Meine Lieblingsbonbons. Lecker, haben wir mitgenommen. Blättelein ist noch hier und ein Kaffee. Ein Kaffeedrops oder so. Zum hinteren Garten. Ja, da ist auch das Gewächshaus in die Richtung. Was haben wir denn noch? Hier ist eine Statue. Eine kleine Buddha-Statue aus Elfenbein. Victoria sammelt so etwas. Scheint nicht zu funktionieren. Sie zeigt 7.30 Uhr an. Wie spät war es denn gerade? Gott, ich weiß es auch nicht mehr. Zum hinteren Garten? Nee, warte mal. Wir gehen jetzt erstmal zu dir ins Zimmer. Ah, Doppelklick geht aber auch. Interessant, sehr gut. Finde ich eine gute Eigenschaft. Bibliothek. Boah, vielleicht. Es ist noch total ungewohnt. Das Familienwappen der Gordons. Unser Familienwappen. Es ist seit dem Mittelalter das Symbol unseres Adels. Das waren irgendwie, glaube ich, zwei Schilde oder sowas. Das sieht auch aus wie zwei Schilde. Ich weiß es nicht. Oha, nettes Bild. Das war damals Mordred auch schon. Gordon, das unbarmherzige Oberhaupt unserer Familie im finsteren Mittelalter. Seine Herrschaft wurde 1213 von seinem eigenen Bruder Marcus beendet. Ja, sehr blutig leider. Mit Krone und der hat zwei Hunde an seiner Seite. Aber hier ist doch nichts auf dem Bild. Oder doch? Sieht schon ein bisschen gruselig aus, ne? Ich glaube, das hing in Black Mirror 2 auch schon. Miau. Guten Tag. Guten Tag, sind Sie auch wieder da? Ein Stuhl. Boah, ein geiler Stuhl. Alter, komm, schieb. Darauf sitzt Bates manchmal, ja, wenn er nichts zu tun hat. Er scheint seit Jahren nicht bewegt worden zu sein. Ja, Bates hat halt, der hat immer was zu tun. Ich würde noch sagen, schieb's dir an Kamin, aber William hat oft hier gesessen und in der Zeitung gelesen, aber das ist schon sehr lange her. Also, sehe ich das richtig? Der William ist quasi verstorben und Samuel hat sich dann aufgemacht. Ich dachte eigentlich, Samuel war schon immer im Schloss. Der war doch schon immer im Schloss. Na gut. Zur Bibliothek. Bates. Nee, Hermann. Das ist Hermann. Wie cool ist das denn? Doktor, kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Heinz Hermann ist das. Ja, in Ordnung. William. Es geht um William. Ich weiß, dass Sie nicht nur sein Arzt, sondern auch sein Freund waren. Ja, das gilt für Ihre ganze Familie. Was haben Sie denn auf dem Herzen, Gordon? Ihnen ist wohl klar, dass dies kein angemessener Zeitpunkt ist, um über William zu sprechen. Ich glaube nicht, dass es ein Unfall war. Nun, es ist in der Tat seltsam. Wie sollte es nur passiert sein? Und diese Verbrennungen. Was für Verbrennungen? Zahlreiche tiefe Verbrennungen. Ich habe keine Ahnung, woher sie stammen. Reden Sie weiter. Nicht jetzt, Mr. Gordon. Ich möchte heute wirklich nicht mehr darüber reden. Kommen Sie morgen wieder, dann erzähle ich Ihnen gerne alles. Also gut, dann erwarten Sie morgen meinen Besuch. Ich werde bestimmt kommen. Dr. Hermann weiß etwas Wichtiges. Ja. Ich muss morgen mit ihm sprechen. Das heißt, auf unser Zimmer. Oder wir schieben ihm so ein Bonbon zu und bestechen ihn. Hier sind Bilder. Oder beziehungsweise nur das eine Bild. Jeremy Gordon, Williams Vater. Jeremy, über den weiß ich gar nichts. Es ist immer nur die Rede von William und von den anderen Schriftstücke.
Ja, es ist eine Bibliothek, ne? Alte Bücher und Dokumente. Wahrscheinlich sind sie von dem Haufen auf dem Stuhl heruntergefallen. So, meine Katze habe ich auch mal gerade weggeparkt. Hier ist der Globus. Hier ganz rechts muss irgendwo der Stammbaum sein. Der muss da irgendwo hängen. Viele Bücher für lange Abende. Ich habe im Moment keine Zeit, darin zu lesen. Da drüben ist übrigens die Shakespeare-Ecke, wisst ihr. Ach toll. Ah, doch, man kann sich... Wir haben ein Hotkey. Auf Tab, okay. Oh, jetzt sehe ich das wieder nicht. Zum mittleren Abschnitt. Ja, bei mir switcht halt immer das Bild. Also wenn ich immer wieder Probleme habe, behaltet euch einfach im Hinterkopf, dass ich immer oben und unten ist das bei mir irgendwie abgeschnitten. Aber ihr seht alles komplett. So. Der zeigt tatsächlich nur an, wo die Ausgänge sind. Okay, wir müssen alles selbst erforschen. Literarische Werke. Renaissance. Darunter sind viele große Bücher. Vielleicht lese ich später darin, wenn ich Zeit und Muße habe. Ja gut. Hier liegt noch eine Schriftrolle. Wo geht's denn zu den Zimmern denn bitte auch? Das müsste eigentlich eine Treppe im Hof... Also ein Plan von unserem Gut. Der könnte sich als nützlich erweisen. Den nehme ich mit. Super. Oh, ich mag seine Synchronstimme. Ich bin ganz... fabulous. Bin schon ganz wuschig. Wie heißt denn der Synchronsprecher? Der ist sehr bekannt. Es ist voller Dokumente und alter Schriftrollen. Ich sehe nichts Interessantes. Damit ist das denn auch passé und weg. Gut, ich muss es ja auch erstmal kennenlernen. Hier haben wir noch die Karte. Oder eine? Die World-Karte. Eine von Hand gezeichnete Weltkarte aus dem 16. Jahrhundert. Was? Selbst gezeichnet? Ach du. Das ist ja auch ziemlich viel Muße. Hinterer Abschnitt. Oh, warte. Ja klar, der Tisch ist... Williams Schreibtisch. Er verbrachte früher unzählige Stunden davor. Ja, William hat hier auch im Schloss gelebt, das weiß ich auch noch. Aber ich dachte Samuel auch. Sam. Die Chronik von Schloss Wormhill. Die Pfarrkirche existiert schon sehr, sehr lange. Schon unsere ältesten Bücher und Aufzeichnungen erzählen von ihr. Nur die Mauern unseres Schlosses erinnern sich an ihre Erbauung. Marcus Gordon ließ die Kirche vor so langer Zeit erbauen, dass das genaue Datum im Nebel der Vergangenheit verloren ist. Folglich kann das tatsächliche Alter des Gebäudes nur geschätzt werden, da es in der Vergangenheit keine genauen Aufzeichnungen gab. Nach Meinung angesehener Historiker wurde die Kirche um das Jahr 1215 herum errichtet. Man glaubt, dass Marcus die Kirche auf einer heidnischen Stätte erbauen ließ, an der im Wandel der Zeiten viele unschuldige Menschen gestorben sind. Es gibt jedoch keine entsprechenden Aufzeichnungen. In den Büchern, die mir im Schloss und Pfarrhaus zur Verfügung stehen, wird davon auch nichts erwähnt. Vom historischen Standpunkt her ist dies also bloß eine Annahme. Wahrscheinlich eine von vielen erfundenen Legenden, wie sie in diesem Teil des Landes kursieren. Eines ist jedoch gewiss: In diesem Zeitalter entstand die Akademie von Black Mirror. Wie bei der Kirche von Wormhill war Marcus für die Entstehung des imposanten Gebäudes verantwortlich. Die neue Akademie mit ihrer riesigen Bibliothek sollte als Wissenszentrum für das Volk dienen. Außerdem war sie ein sicherer Aufbewahrungsort für die Chronik der Familie Gordon, die auf Anweisung von Marcus von den Gelehrten behütet werden sollte. In diesem Punkt jedoch meinte es das Schicksal mit Marcus nicht gut. Nach seinem Tode brach ca. 1512 ein Brand in der Akademie aus. Trotz der beherzten Rettungsversuche der Bewohner, die zum Schloss eilten, um die Flammen zu bekämpfen, brannte die Akademie bis auf die Grundmauern nieder. Als ersichtlich wurde, dass das Gebäude nicht mehr zu retten war, versuchte man, die Aufzeichnungen zu bergen. Nicht jeder war bereit, sein Leben in der tödlichen Hitze zu riskieren, nur um Papiere und Bücher zu retten. Aber hätte es nicht einige mutige Menschen gegeben, wüssten wir heute nicht, wer Marcus Gordon gewesen ist. Und die Geschichte des Black Mirror Schlosses wäre verloren gegangen, denn ein Großteil der Chroniken fiel den Flammen zum Opfer.
Bei dem Brand starb Garmore Gordon im Alter von 45 Jahren. Sein Mut wird uns auf ewig in Erinnerung bleiben. Vom Personal der Akademie blieb niemand am Leben, der sich um die Aufzeichnungen und alten Bücher, welche das Feuer überdauert hatten, hätte kümmern können. Folglich wurden die verbliebenen Bände der Gemeinde von Wormhill übergeben, in die Obhut von Pater Matthias. Bis zu seinem Tode im Jahre 1543 bewahrte Pater Matthias die historischen Schätze sorgfältig auf. Diesem heiligen Mann verdankt die Familie von Garmore Gordon die Erhaltung der Chroniken und der alten Aufzeichnungen. Seit dieser Zeit wird die Chronik der Familie Gordon über die Jahrzehnte an die Nachkommen von Pater Matthias weitergereicht. Bis heute. Zur Unterschrift gegeben von Jeremy Gordon im Jahre des Herrn 1632. Wow, krass. Das hat er alles jetzt vorgelesen, ne? Die Akademie sowie die Kirche sind eigentlich aber von beiden Brüdern gebaut worden, nicht nur von Markus. Und das, ja, klar, aus dem Zeitalter. Schon richtig. Na gut, ihr Lieben, ich würde mal sagen, das reicht für die erste Folge. Wir haben uns mit dem Spiel vertraut gemacht, jedenfalls ich. Ich werde mal schauen, wie ich euch das dann so hübsch kriege, dass ihr wenigstens ins 720p schauen könnt. Und zeig dich doch mal, Samuel, hier. Sieht schon, ist lustig, ist ulkig. Aber mir gefällt irgendwie die Grafik, weiß gar nicht warum. Schon ein bisschen älter halt, ist ja klar. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dann sage ich tschüss mit Ö und gehabt euch wohl. Bis dann.